Hallo und herzlich willkommen zu diesem Wochengruß Nummer 2236 aus der so definierten Jablonski-Straße. Der Tag heute ist als Dienstag geboren, definiert sich aber als Sonntag, weswegen wir genau im Plan sind. Das ist der Wochengruß am Sonntagabend aus der Jablonski-Straße. An dem bürgerlichen Sonntag, den die meisten für Sonntag halten, ging unser zweiter Block vom Modeling praktisch noch zu Ende. Ich glaube, das war einer der schönsten Seminarblöcke, die ich je hatte. Es war unglaublich, was wir da erlebt haben. Also immer, wenn auch ich als Trainer glaube, mehr kann eigentlich nicht kommen, kommt doch mehr. Was in diesem Kurs so besonders war, war, die Demos waren sowohl auf einer NLP-Strukturebene glasklar und vorbildlich, als auch auf der Ebene von Emotionen und persönlicher Veränderung. Und das hat mich sehr gefreut, weil es ganz oft bei den Demos vor der Gruppe an dieser Stelle so eine Ambivalenz gibt, so eine sich entscheiden müssen. Also oft ist es so, dass wenn ich als Trainer vor der Gruppe sage, ich möchte jetzt das Format zeigen, dann, ich will nicht sagen, muss ich den Coach dem Format anpassen, aber muss ich manchmal eine Entscheidung treffen, wo ich das Format in den Vordergrund stelle und dann vielleicht der Effekt für den Coach ein bisschen geringer ist. Wenn ich aber andersrum den Coach in den Vordergrund stelle und sage, jetzt geht es mir vor allem darum, dass du für dich eine Erfahrung machst und was lernst und eine Veränderung bekommst, dann weiche ich oft vom Format ab und mache irgendwelche Tricks, die dann die anderen Teilnehmer nicht verstehen, nicht erkennen. Und das war in diesem Kurs, das war so anders. Es war wirklich, wow. Wir haben biografische Arbeit gemacht. Das heißt, wir haben erstmal angefangen mit im Mittwoch mit dem Psychografiemodell, da wieder neue Sachen gemacht. Der Kurs hat auch eine Besonderheit. Es gibt da erstaunlich viele Menschen, ich würde sagen fast die Hälfte, wo ich mir nicht sicher bin, was für ein psychografischer Typ die sind. Das ist wirklich verblüffend. Gibt dem Kurs aber auch eine gewisse Freiheit und Leichtigkeit. Das gefällt mir. Alle Menschen sind Rätsel, die da um mich herum sind. Wenn du Psychografie ein bisschen kennst, weißt du ja vermutlich auch, dass es die drei Logiken gibt. Und man die Frage, welcher psychografische Typ bin ich, auch nach der jeweiligen Logik ausmachen kann. Das heißt, die Erkenntnislogik sucht ja die Wahrheit. Das heißt, das sind Leute, die sagen, ich will wissen, welcher Typ ich wirklich bin. Die Handlungslogik beschließt einfach und legt fest. Das sind Leute, die sagen, irgendwann habe ich einfach beschlossen, ich bin Handlungstyp. Und Beziehungslogik, Fuzzy Logic, Wuschellogik, das sind Leute, die sagen, ist man nicht eigentlich alles drei? Ist man nicht jeden Tag und in jedem Kontext ein anderer? Wo man sagt, ja, das gibt's, das nennt man Beziehungstyp. Und nachdem in dieser Gruppe so viele Leute so changieren zwischen zwei Typen, also einen kann man meistens schnell aussortieren, aber dann bleiben noch zwei übrig. Ich glaube, das gibt auch nochmal einen höheren Veränderungsimpuls. Das war der Mittwoch. Ganz am Mittwoch Psychografie, und wenn du Psychografie kennst, weißt du, da könnte man noch ewig weitermachen. Und dann haben wir Donnerstag, Freitag uns beschäftigt mit biografischer Arbeit, das heißt vom Change History, vom Collapsing Anchors aus aufgebaut Change History, Change Future, mit den Ressourcenpunkten im Smalltalk, mit Bodenankern, im inneren Raum, also die ganzen Varianten auch des Formates gemacht, in der kurzen Vergangenheit, kurzen Zukunft, weite Vergangenheit. Und da gab es eine Demo, wo dann eine Teilnehmerin ganz erstaunt meinte, sie hätte sich gar nicht gedacht, wie das geht, dass man sich so auf der Timeline bewegt. Und ich habe ihr dann als Antwort, kam so aus mir raus, dass ich meinte, ja, das Überraschende ist nur, wenn man es individuell macht. Gesellschaftlich ist man es gewohnt, weil zum Beispiel sich ja Deutschland sehr definiert durch die Geschichte des Dritten Reichs, also explizit wirklich der Gründungsmythos der Bundesrepublik ist der Gegenentwurf zum Nationalsozialismus. Und was viel von dem, was im Augenblick in unserer Gegenwart passiert, ist eigentlich nur dann verständlich, wenn wir sagen, wir haben jetzt vielleicht einen sehr schwierigen Winter vor uns mit der Energiekrise. Und wenn man weiterguckt, 10, 20, 30 Jahre ist diese Klimageschichte, die auch die Gegenwart sehr beeinflusst. Das heißt, natürlich ist eine kollektive Timeline so, dass wir uns darin bewegen und dass die Gegenwart beeinflusst. Ich glaube, das Besondere am NLP ist einfach, sich zu erlauben, und das meine ich ganz ernst, sich zu erlauben, solche Sachen auch persönlich zu machen. Warum soll ich denn nicht auch auf meiner Timeline rumlaufen und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie es mir gefällt, beeinflussen? Aber diese Bemerkung der Teilnehmerin hat mich inspiriert, den Podcast, der an diesem heutigen Dienstag, der eigentlich ein Sonntag ist, rauskommen wird, genau darauf zu machen, nämlich auf die Frage, wie kann ich eigentlich ein
Change History, Self-Nurturing und Reimprinting auf einer kollektiven Ebene machen, mit einer Familie, mit einer Firma, mit einer Glaubensgemeinschaft, mit einer Nation, mit einem Kontinent. Also warum nicht mal zum Beispiel als Change Future zu gehen in den Moment nach der erfolgreich gemeisterten Klimageschichte, Klimakrise und schauen, welche Ressourcen haben wir eingesetzt und diese Ressourcen, die dann hinterher entstehen, in die Gegenwart bringen. Warum nicht mal vielleicht gehen in den Moment der Gründung der Bundesrepublik und rausfinden, welche signifikanten emotionalen anderen 4 Mächte da beteiligt waren und welche Ressourcen hätten die vielleicht gebraucht, um anders zu handeln in dem Moment und diese Ressourcen in der Gegenwart zu aktivieren. Ich fand's spannend. Und darum habe ich darüber einen Podcast gemacht. Am Samstag haben wir dann im Modeling Practitioner Optimismusstrategie gemacht. Und zwar erstmals wirklich einen ganzen Tag Optimismusstrategie. Das war sonst immer ein halber. Und ich fand's großartig. Wenn du darüber mehr wissen willst, es gibt eine Newsletter-Serie von mir zur Optimismusstrategie. Die kannst du nachlesen im Newsletter-Archiv. Und wir sind halt die 3 Punkte, also die Timeline, die Chunkgröße und die Personalisation, einzeln durchgegangen. Im Smalltalk mit Backtrack Frame, also mit dieser Columbo-Technik, dass man so tut, als würde man nur verstehen und zuhören wollen, dabei aber ganz geschickt die ganzen Sachen umbaut. Es war großartig und natürlich hat es den Leuten Spaß gemacht, eine pessimistische Formulierung optimistisch zu umformulieren, aber es hat ihnen fast noch mehr Spaß gemacht, eine optimistische Formulierung zu nehmen und dann zu gucken, in so einer NLP-Battle kriege ich den anderen hin, dass wir das irgendwie nach pessimistisch bringen, wo wir alle nur gelacht haben, was eine sehr gute Impfung auch ist gegen so einen Quatsch, weil du weißt, manchmal gibt es Leute, wenn du mit denen sprichst, geht es dir hinterher besser als vorher. Bei anderen ist es andersrum und mit der Optimismusstrategie beginnt man so ein bisschen zu verstehen, wie sind die einen drauf, wie sind die anderen drauf, warum geht es mir mit dem besser, warum geht es mir mit dem schlechter. Das war der Samstag und Sonntag haben wir dann gemacht, der große NLP-Vergnügungspark, da geht es darum, dass man ein neues Format designt. Okay, ja, im zweiten Block vom Practitioner, ist ja auch ein Modeling-Practitioner, haben wir ein neues Format designt und es war großartig. Genau, hinterher waren wir alle so platt und müde und ich habe die Woche eine volle Woche. Dass ich mir dachte, ich mache den Wochengruß zu Hause. Dann war zu Hause Nachbarn grillen, weil wir hier gerade im Haus, wo ich wohne, einige Themen haben, die auch eigentlich Grund für einen Podcast oder für ein Webinar wären. Es ist systemisch so spannend, Spiral Dynamics systemisch, so viele Sachen kommen zusammen und ich lerne da auch gerade ganz viel über Gruppenprozesse. Das war dann der Sonntag, weil das Nachbarngrillen ging sehr lange. Dann hatte ich Montag unglaublich viel alle möglichen Sachen zu tun, weswegen heute Sonntag ist und der Wochengruß 22.36 heute kommt am Sonntag, an dem als solcher definierter Sonntag, der 13. September. Also wie gesagt, heute erscheint noch der Podcast über die kollektive Timeline und dann ist am Donnerstag Dagmar Ling wieder im Webinar-TV mit einem wunderbaren Thema, da lade ich dich auch ein, dazu zu kommen. Dann kommt am Wochenende der Newsletter. Das ist jetzt der Abschlussletter zu dieser Reihe persönliche und kollektive Veränderung. Da geht es dann darum, dir die volle Ermächtigung selbst zu geben, dass du wirklich auch als Teil des Kollektivs das Kollektiv verändern darfst, soweit du es kannst. Ich meine, in Deutschland bist du ein 80-Millionstel. Das wird nur ein kleiner Einfluss sein, aber warum nicht? Auch ein kleiner Einfluss ist etwas, was zählt. Und dann geht da so sein Gang. Ich weiß nicht, also nächsten Sonntag müsste ein Wochengruß kommen, obwohl das seit langem mal wieder ein Sonntag ist, außerhalb der Ferien, den ich kein Seminar habe. Aber auch das ist genießenswert. Vielleicht kommt im Laufe der Woche noch was ganz Besonderes. Aber ich will nicht über ungelegte Eier reden, darum sage ich das nicht. Aber es wächst was im Hintergrund, was überraschend sein könnte. Okay, das war es diese Woche aus der Jablonski-Straße am Sonntag und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst. Jetzt haben wir, glaube ich, 616 Abonnenten und ich würde mich total freuen, wenn wir 4-stellig werden, noch dieses Jahr. Von daher, vielen Dank, wenn du jetzt einfach unten gehst auf Abonnieren und wir dann 1 mehr sind. Bis zum nächsten Mal. Wir hören voneinander. Viel Spaß aus der Jablonski-Straße in dein Leben und bis bald. Tschüss. Moment, ich muss den Knopf suchen. Jetzt habe ich ihn. Tschüss.